Yo, liebe Leute, schönen guten Tag und willkommen zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal. Und heute will ich mal die 5 größten Lügen, die Nintendo uns auftischt in Bezug auf Mario-Spiele, aufklären. Heute klären wir die Frage, wie Peach unter der Dusche aussieht und allgemein, was sie unterm Kleid hat. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Und wir werden sogar sehen, wie Mario unter der Dusche aussieht. Haltet euch fest, Leute. Und als kleine Info, Leute, das Gewinnspiel mit dem Nintendo 2 DS im Bundle mit New Super Mario Bros. 2 geht noch bis zum 10.10. Das ist jetzt der Dienstag, also jetzt geht's wirklich in die heiße Phase. Als kleine Info, ihr müsst nur Abonnent sein oder einen Kommentar schreiben. Und das ist auch schon alles. Dann könnt ihr gewinnen. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der ersten Aufklärung. Und bevor wir klären, was Peach unter dem Kleid hat in Mario 64, klären wir erstmal, wie sieht Peach eigentlich komplett nackt aus unter der Dusche. Und ich weiß, dass es da draußen irgendwelche Lümmel gibt, die das unbedingt wissen wollen. Und Leute, in Paper Mario The Thousand Year Door, also dem zweiten Teil von Paper Mario, gab es eine Stelle, wo die gute Peach unter die Dusche geht. Ja, unter so eine komische Dusche mit einem kleinen Vorhang. Und natürlich hat der Spieler nicht dort hinter gucken können. Also es war natürlich von der Kamera so, dass sie fest verwinkelt war und man konnte die Kamera nicht bewegen, aber natürlich gibt es Hacker und Mods, die das zulassen, die einen zulassen, die Kamera zu bewegen. Ja, Leute, und wenn man das macht, dann sieht man auch, wie sie dort hintergeht und sie sich gar nicht auszieht, Leute. Ja, wer hätte es gedacht, aber es war ja klar, dass Nintendo so ein Sprite bzw. so einen Entwurf von Peach nicht macht, wo sie nackt ist, Leute. Tut mir leid, falls ich euch jetzt enttäuscht hatte, aber natürlich ist sie dort hinter noch angezogen und das zweite Kleid, was übergeworfen wird, ist nur Fake. Trotzdem eine der wichtigsten Fragen der Menschheit, die jetzt endlich mal geklärt wurde. So, Leute, und wenn wir schon bei Duschen sind und bei Nacktheit, dann können wir auch gleich bei Mario bleiben, aus Mario & Luigi Superstar Saga, meinem Lieblings-Mario-RPG, was ja auch das erste Mal richtig das Haus zeigt von Mario & Luigi, wo man sieht, wie Luigi da die Frauenrolle übernimmt und die Wäsche aufhängt und die Küche ist auch so grün eingerichtet, also man weiß schon, wer in dem Haushalt von den beiden mehr oder weniger die Frau spielt. Auf jeden Fall geht es darum, dass Toad zur Hilfe kommt und letztendlich Mario sucht und Mario ist im Haus, in der Dusche, die Tür ist offen, aus welchem Grund auch immer und als guter Toad rennt man denn da rein und sieht Mario nackt angeblich. Er kommt rausgerannt und hat einen roten Kopf, versteckt sich. Mario kommt dann rausgerannt und springt ihn dreimal auf den Kopf. Eine ziemlich lustige Stelle und auch eine der ersten Stellen überhaupt. So, und da haben Spieler natürlich auch wieder die Möglichkeit gefunden, in die Dusche reinzugucken, beziehungsweise Texturen, die vor der Dusche sind, wegzunehmen, um zu sehen, ist Mario wirklich komplett nackt und macht er sich wirklich dann nur so eine komische Unterhose, zieht er dann wirklich nur komische Unterhose an und kommt dann raus. Hier die Aufklärung, Leute. Nein, man sieht natürlich Mario nicht nackt, man sieht nur, wie er aus dem Nichts erscheint, mit dem Skin, beziehungsweise mit der Textur, die er so schon hat, mit dieser kleinen Windel, würde ich fast schon sagen, mit dieser Unterhose an. Deswegen muss ich euch leider wieder enttäuschen. Kein nackten Mario für heute. In Super Mario RPG gibt es eine Stelle, beziehungsweise mehrere, wo Mario sich zu einem 8-Bit-Mario verwandeln kann und dafür geht er hinter solche Vorhänge und da haben sich Spieler auch gefragt und ich mich auch, wie macht er das? Wie geht er dahinter? Wie verwandelt er sich? Wie ist der Verwandlungsvorgang, die Transformation zu dem 8-Bit-Mario von damals? Und das haben Spieler auch wieder rausgefunden, indem sie die Vorhangtextur einfach entfernt haben aus dem Spiel. Eigentlich ziemlich klug und ziemlich cool, dass es überhaupt Leute gibt, die sich mit solchem Kram beschäftigen, Leute, dass wir diese Fragen geklärt kriegen. In echt sieht es so aus, dass dort hinter ein 8-Bit-Mario schon in der Textur steht und dass man als Mario einfach da reinläuft, sozusagen reinschlüpft und einfach dann den 8-Bit-Mario steuert. Also es gibt keine komische Verwandlung oder sowas, sondern eher ein Kostüm. So Leute, einen machen wir noch, einen letzten für heute und zwar die wichtigste Frage überhaupt. Was hat Peach unter dem Kleid an? Beziehungsweise man sieht sie ja an Mario 64. Wenn man Bowser das letzte Mal besiegt hat, am Ende ist man ja vor dem Schloss auf der Brücke und dort kommt sie runtergeflogen, beziehungsweise sie schwebt runter, wie man es auch von anderen Mario-Teilen kennt. Und dort haben Spieler wieder die Kamera gehackt und können unter das Kleid gucken, beziehungsweise sehen, was sie unterm Kleid hat. Und ja Leute, hier ist die Aufklärung auch wieder ein bisschen mau. Sie hat nicht mal Beine, Leute. Nintendo hat ihr nicht mal Beine spendiert. Was ja eigentlich nicht schlimm ist, weil im Normalfall soll man darunter nicht gucken und dass wir jetzt darunter blicken können, ist letztendlich nur der Hacker-Szene zu verdanken. So, liebe Leute, das waren jetzt ein paar Aufklärungen. Wenn ihr Bock habt auf mehr solchem Stuff, dann gebt mir einen Daumen nach oben, dann weiß ich, ihr habt Bock auf sowas. Mal hinter der Kamera, beziehungsweise die Kamera zu hacken, hinter manchen Sachen zu schauen, was man schon mal wissen wollte. Genau wie das hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch sehen wollt, dann kann ich mich darum bemühen, dass wir das auch zu sehen kriegen. Ansonsten, das Gewinnspiel, wie gesagt, bis Dienstag, Abonnent sein und ein Kommentar. Dann seid ihr im Lostopf drin. Ich würde sagen, das war's für heute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theodore.